Liebe Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem letzten Video-Photoshop-Beitrag im Jahr 2011. Schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und ein neues steht vor der Tür. Für mich ein großes neues Jahr, weil wir bekommen im April voraussichtlich Nachwuchs. Da freue ich mich und wir uns alle hier in der Familie natürlich wahnsinnig drauf. Und ich wünsche Ihnen auch an dieser Stelle von meiner Seite her nur das Beste im neuen Jahr. Passen Sie gut auf sich auf. Jetzt aber noch im alten Jahr, wie gesagt, dieses Tutorial. In diesem Tutorial geht es darum, ich zoome mich da mal näher an dieses Bild ran, Ihnen zu zeigen, was können wir tun, wenn wir mit einem Bild zu kämpfen haben, das hier an den Rändern so ein Restrauschen hat. Das Restrauschen kommt daher, dass das Rauschen bereits in Lightroom reduziert wurde. Kein anderes Programm in der Adobe-Familie kann Rauschen so gut reduzieren wie Lightroom und Camera Raw, wesentlich besser als Photoshop. Aber diese Ränder halt, die bleiben erhalten, wenn Sie in Lightroom und Camera Raw sagen, dass Sie die Kanten schützen wollen. Dann erstellt der RAW-Konverter eine Art Auswahl um das Objekt und schaut, dass diese geschützt wird, und dort bleibt das Rauschen halt stehen. Was können wir jetzt tun in Photoshop, um das zu bekämpfen? Und zwar, um es schnell zu bekämpfen. Ich will da nicht mit dem Kopierstempel rundherum fahren. Das kann es nicht sein. Nun, in diesem Fall gibt es eine recht gute Lösung. Und zwar duplizieren Sie einfach kurz die Ebene und blenden diese aus. Anschließend holen Sie sich über Auswahl einfach den Bereich Farbbereich und, ich gehe da kurz nicht auf Umkehren, klicken hier auf den Hintergrund, wählen das Ganze aus, klicken anschließend auf Umkehren, um das vielleicht noch zu prüfen. Da können wir kurz das noch ein bisschen enger gestalten und anschließend klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu erstellen, und speichern Sie diese am besten über Auswahl, Auswahl speichern. Geben Sie dem einen schönen Namen, einen treffenden. Ich habe das schon gemacht. Das ist meine gespeicherte Auswahl. Das wäre die Grundlage. Jetzt, was machen wir damit? Ich wähle diese Auswahl kurz aus, erneut, und mache die ein bisschen größer über Auswahl, Auswahl verändern, erweitern. 5 Pixel reicht. So. Jetzt, am besten ist es, wenn wir den Hintergrund hier in diese Bäume rechnen. Und wie können wir diese Bäume möglichst einfach entfernen? Ich denke, das geht sehr gut über inhaltssensitiv füllen. Also bearbeiten, Fläche füllen, inhaltssensitiv, klicken Sie auf OK und haben Sie einen Augenblick Geduld, weil bis das Ganze jetzt hier fertig gerechnet ist, in meinem Fall dauert das ungefähr eine Minute. Ich melde mich wieder, sobald der Balken fertig gerechnet ist. So, das wäre also das Ergebnis vom inhaltssensitiven Füllen. Jetzt, Sie sehen, das ist nicht perfekt, aber wir können auch das hier noch schön in diesen Hintergrund reinblenden. Am besten gehen wir einfach kurz ins Filtermenü, gehen zum Weichzeichner und holen uns dort den guten alten Gaußschen Weichzeichner. Ich schiebe jetzt den Regler hier auf 70, 80, 90 Pixel, um den Hintergrund hier schön glatt zu machen, und jetzt sehen wir nicht mehr, wo geflickt wurde und wo nicht. Und trotzdem haben wir hier noch einen leichten Verlauf drin. Wenn ich kurz das Infofenster hole, dann sehen Sie, wie diese Blauwerte nicht einfach identisch sind, sondern sie variieren ganz leicht. Wenn ich jetzt einfach eine Fläche gefüllt hätte, dann wäre alles gleich. Ich hätte höchstens einen Verlauf füllen können von einem helleren Blau in ein dunkleres Blau. In diesem Fall haben wir aber größtenteils die Originalfarben behalten und nur da in der Mitte etwas dazu geschummelt. Jetzt gehen wir zurück zur oberen Ebene, laden diese ehemals gespeicherte Auswahl neu und erstellen eine Ebenenmaske. Was wir zuerst aber noch tun sollten, ist, wir gehen ins Menü Kante verbessern, schauen uns das kurz aus der Nähe an,
zum Beispiel hier. Und mit der Taste P können wir jetzt das Original uns anzeigen lassen und was wir allenfalls damit machen. Ich kann nämlich das Ganze erweitern oder verkleinern. Sehen Sie da unten? Und mit P kann ich das ein- und ausschalten. Und ich mache das Ganze jetzt noch etwas kleiner, ein bisschen kleiner, um das Rauschen hier möglichst gut abzuschneiden. Vielleicht noch ein bisschen kontrastreicher und je nachdem mal schauen, ein bisschen weicher noch. Ja, das kommt gar nicht schlecht. Und ich glaube, den Kontrast kann ich mir sparen. Gehe ich wieder auf 0 runter und das sieht gar nicht schlecht aus. Ich sage, ich möchte das Ganze gerne als Ebenenmaske ausgeben, klicke auf OK und jetzt haben wir hier das fertige Resultat. So, ich gehe näher ran. So war das am Anfang und so ist es jetzt. Wir haben nicht nur das Rauschen an den Kanten entfernt, sondern auch da draußen durchs Weichzeichnen das Rauschen zusätzlich noch weggenommen. Und wenn wir da schauen, habe ich immer noch alle wichtigen Details vorhanden. Ich gehe da kurz ein bisschen raus. Schauen wir uns das hier noch an. Das war ohne. Ziemlich extrem. Und das war mit. Wir haben immer noch ein bisschen farbige Kanten, ein bisschen chromatische Aberration. Aber wenn wir uns das in der späteren Ausgabegröße anschauen, dann wird das sowieso nicht mehr sichtbar sein. Die Ausgabegröße wäre hier das Druckformat. Das stimmt aber nur dann, wenn Sie bei Einheiten, jetzt muss ich kurz schauen, bei Maßeinheiten und Linealen die richtige Bildschirmauflösung eingetragen haben. Das wäre für meinen 15 Zoll MacBook Pro 110 Pixel pro Inch. Und wenn ich jetzt ins Druckformat gehe, das wäre das spätere Druckformat, das ist maßverbindlich. Sie können den Maßstab an den Bildschirm halten und so groß, wie Sie es jetzt von Hand messen, so groß wird es auch später auf dem Papier sein. Und wenn Sie hier nicht sehen, keine Fringes, kein Rauschen an den Rändern, dann kommt die Sache gut und ich würde sagen, sie kommt gut. So, das wäre es also gewesen mit dem letzten Tutorial im Jahr 2011. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Jahresrest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Treue, dass Sie immer wieder unsere Tutorials lesen und die Videos schauen. Ich bedanke mich für all die netten Kommentare, die Sie immer wieder hinterlassen. Das freut uns immer wahnsinnig, das baut uns auf und motiviert uns, weitere Beiträge in diesem Stil zu verfassen. Und hey! Ich habe gesagt, das nächste Jahr wird toll wegen dem Nachwuchs. Das ist so. Das nächste Jahr wird für mich zu 99% nur schon deshalb toll. Zu 1% aber auch deshalb, weil Nikon die D4 bringen wird. Coole Sache. Okay, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich bin jetzt lieber ruhig, sonst kommt noch mehr Blödsinn raus. Wir hören uns ganz sicher im neuen Jahr wieder. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Euer Michel Meierle.